Hallöchen Leute und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Sons of the Forest. Wir werden in dieser Folge die Höhle nochmal erkunden, die wir in der letzten Folge aus Versehen wieder verlassen haben, weil wir ja versehentlich in die falsche Richtung gelaufen sind. Aber wer kennt es denn anders von uns? Als hätten wir einen Plan, das haben wir nie. Und ja, dann mal gucken, was dann noch so in der Folge passiert. Ich habe ja schon aus Madistus Folge mitbekommen, wir wollen dann auch definitiv wieder zurück ins Lager. Dann mal gucken, ob das auch passiert. Und ja, dann würde ich sagen, auf los geht's los. Ach so, wartet mal. Ey, Ja. ich habe gar nicht gesagt, wer dabei ist. Madistus ist dabei. Ja. Und natürlich auch wieder Mami. Hallo. Ich war gerade Es total fängt wieder so perplex, schön war. unplanned an. Ja, Ja, genau. das ist falsch. Das ist alles falsch. Habe irgendwie eine Rolli Auf beiseite. dem. Oh, auf dem Stuhl Was fängt mit wippt. Z an und kann schwimmen? Das Der fällt Zebra aber nicht nur streifen. Zebra ein. Was? Das. Der Zebrastreifen. Nee, zwei Enten. Der war doof. Ah, der war doof. Treffen sich zwei, kommt noch einer oder was? Langweilig. Okay, so, wollen wir mal starten? Okay, so. Und da sind wir. Nach 15 Versuchen oder so läuft das Spiel nun einigermaßen. Keine Ahnung, woran es wirklich liegt. Aber genießen wir es, solange es funktioniert. Und dann rein in die Höhle. Was hat sie entdeckt? Hier läuft irgendein Ach, da. Knoppelheinz rum. Ich würde doch sagen, wir müssen schla Ach du Scheiße, so ein großer. Wir müssen schlafen übrigens. Okay, auch Also ich noch. weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber mein Charakter ist komplett im Arsch. Warum hat denn er einen Speer? Hat jemand ihn mit einem Speer Na, beschmissen? ich werde Bobby drin. schmeißt immer mit dem Speer. Ich muss Also definitiv ich was auch. Ich essen. hab's noch nicht gesehen. Oh, das ruckelt Nee, erst aber. schlafen mal das so. Ach ja, genau, hast du erzählt. Erst Richtig. schlafen, dann essen, genau. Ja. Aber bei dir ruckelt's auch, bei mir nämlich auch. Ja, jetzt nicht mehr. Erst, ich habe nur. Also, jetzt, nachdem ich das Menü aufgemacht habe, geht's wieder. Also So, Speicher? zwei Los, von schnell drei. schlafen, 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 Schlaf, schlafen, schlaf, schlafen, schlaf, schlafen, schlaf, schlaf, schlafen, schlaf, schlafen, schlaf, schlaf, schlafen, schlaf. Sehr gut. Und jetzt Du essen. weißt aber auch schon, dass du jetzt keine neue Anmoderation gemacht hast, oder? Das ist vollkommen okay. Ich versuche, die andere reinzuschneiden. Na gut. So, was könnte ich Oh denn nein, das essen? Wasser hier können wir ja gar nicht trinken. Ist Salz Ja, drin. okay. Oh, da hinten ist noch so ein komischer Typ. Naja, muss ich davon einen Oh, da sind nehmen? Lass ihn da Sind sein. mehrere komische Typen. Lass den Typ da. Habe ich da noch Wasser drin? Ach krass, aus der Trinkflasche, aus der gedruckten Trinkflasche können wir voll oft trinken. Ja, Ja, so ja, zwei, ja. dreimal oder so. Einige, Ist voll also. Nee, praktisch. also ich habe jetzt zweimal draus getrunken und der Balken, viermal können wir draus trinken, wenn die voll ist. Okay. Das ist Wir gut. können die aber nicht nachfüllen hier. Klar, weil wahrscheinlich Salzwasser. Dann rein in die Höhle. Warte, ich muss noch essen. Ach so, ja. Erstmal eine Auster rein snacken. Boah, Gönn dir. lecker glitschige Lecker glitschige Kacke. Kacke. Ich habe noch einen Käsefuß, den ich essen kann. Ich habe noch eine Feldration, die ich essen kann, aber die bringt gar nicht so viel. Das ist ja richtig doof. Energy-Riegel und so will ich noch nicht essen. Egal, ich habe erstmal was im Bauch. Gut. Bleiben Olli? Sie ruhig. Ja. Ich hab gegessen. Virginia rastet hier so ein bisschen aus, würde ich sagen. Du kannst nicht durch die Wand. Auch wenn du es noch so sehr versuchst, lass das. Du musst aufhören. Wir müssen nur fest dran glauben, Harry. Wolli wieder, ne? Wolli tut, was ein Wolli tun muss. Ja, ich habe ja nicht so richtig Lust, in die Höhle zu gehen, aber was Noch so soll's. Feuer, alles gut. Na, wir wären ja schon doof, wenn wir jetzt schon hier sind und sie nicht komplett zu Ende Richtig. erkunden. Ich hoffe einfach nur, dass es keinen Respawn gab. Oh, Oh, das ansonsten hat gehen wir wieder. geruckelt. Bei mir Junge, Junge, tatsächlich gerade Junge, mal gar Junge. nicht. Ich bin in der Höhle und es hat mal gar nicht geruckelt. Ich hatte Ey, aber hier gibt's auch den gerade ganzen Kram, den man hier wieder sammeln kann. Cool. Dann gibt's auch wieder die ganzen Gegner, 100 Pro. Das ist doch Oh. schön. Oder? Oder auch Aber dann nicht. gibt's auch wieder die ganzen Munitionssachen und Lufttank. Oh. Das bedeutet, wir bekommen hier also auch irgendwann noch eine Taucherausrüstung. Schön. Oder auch nicht. Oder? Oder nicht schön.
Ja. Wo ist meine Fackel? Was haben wir hier? Puffkorb, Hautbits, was? Okay. Was, Hautbitze? Was auch immer. Ja. Oh, du hast eine Fackel gebaut. Ja. Hui. Wie lege ich das jetzt wieder weg? Ha. So. Wo ist der Zettel, den du aufgenommen hast? Ich will den auch aufnehmen. Der lag irgendwo hier bei ihm rum. Ach, den hatte ich beim letzten Mal schon aufgenommen. Oh. Kann ich damit auch welche hauen? Stimmt. Danke. Stimmt, ja. Oh, Entschuldigung. Jetzt hast du einen Wolli gehauen. Das war mit Absicht. Achso, okay, dann ist er gut. Ja. Kommt wieder vor. Dann bin ich ja beruhigt. Doch. Ja. Nein, natürlich nicht. Das war voll ein Versehen. Oh, guck mal, da sind Stalaktiten. Ui. Wie kann man sich merken, ob es Stalaktiten oder Stalagmiten sind? Ich kenne nur die nicht jugendfreie Variante. Okay. Ich werde es dir mal nicht sagen, sonst musst du es ja wieder rausstellen. Ja, also kennst du auch nur die. Ich dachte, es gibt noch eine wissenschaftliche, einfache Variante. Ja, ist doch wissenschaftlich genug. Was runterhängt, hängt halt runter. So ist das Leben. Ja. Oh Mann, ey. Passende Gesprächsthema für diese Höhle hier. Wo bleibt ihr denn alle? Wolli, was ist? Ich komme hier nicht runter. Na, du musst dich hinhocken. Wie denn? Mit der Steuerungstaste. Na, mit, genau. Ach, mit Steuerung, achso. Ja. Ach, wie bist denn du beim letzten Mal hier lang gekommen? Genau, durchgeglitscht. Könnte sein, ja. Ich kann durch Wände gehen. Ja. So wie Virginia. Virginia? Die ist doch gar nicht hier. Ja, aber sie will halt draußen durch aber die Wand. Achso. Sie hat's versucht. Ja, sie will mit dem Kopf durch die Wand. Geht aber nicht. Ja. Kein Steinbock. Ja. Sie ist kein Steinbock. Das ist eine gute Erkenntnis. Wie kann man eigentlich Speere werfen? Rechte Maustaste gedrückt halten. Und dann hast du halt so ein Wurfsymbol. Ah, okay. Und am besten immer auf den Kopf zielen. Gut. Und wie kann man wieder einsammeln? Da ist einer, links. Mit Edern. Hinter dir ist einer. Oh. Ich hab meinen Speer verkackt. Du hast ihn verkackt. Du hässlich. Hier ist der nächste. Oh, hier war der nächste. Der Fette. Ah, Hilfe! Hast du ihn mit der Fackel gehauen? Irgendwas hat ihn voll erledigt gerade. Ich bin auf jeden Fall erledigt. Oh. Dann bist du wieder. Auf dir steht einer. Dankeschön! Hilfe, ich. Wow. Bist du wieder tot? Oh, Entschuldigung. Ich kam da nicht weg. Achtung, der lebt noch. Danke. Stich, 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 stich. Ah. Jetzt habe ich ihn mit der Fackel gehauen. Ach, krass. Sehr gut. Guck mal, die kommen andere hier. Ja, häuten. Ich ging die Haut ab. Du lachst mal, das so, aber die Haut ist Rüstung. Schon mal die schönen Stalaktiten und Stalagmiten an. Hier fertig. Aber die Haut ist Rüstung, du musst sie mitnehmen. Ich finde das so eklig, wenn ihr die dann anzieht. Guck mal, ich habe mir ein Klumpen Fleisch umgewickelt, jetzt bin ich gerüstet. Na klar. Man muss nehmen, was man kriegen kann. Achtung, Achtung. Wild, wild, wild. Alarm. Alarm in Darm. Richtig. Cool. Und in den Arsch, das habe ich voll gesehen. Noch einer. Ist er hin? Links war er irgendwo. Ach. Ich sollte mich vielleicht auch mal heilen, ich glaube. Ach nee, ich habe ja keine Heilung mehr, glaube ich. Nö. Ich hab aber Heilungsdinger. Ich werf dir gleich welche zu, aber der lebt noch. Achtung. Ja, ah, ich weiß, dass er lebt. Wo denn? Ich sehe den gar nicht. Der kommt gleich wieder. Also. Ah! Oh. Ich hab grad meinen Speer verkackt. So, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich geb dir Heilung. Hier. Ich bin die mit der Leuchte. Zack, bitteschön. Oh, hier ist mein Speer. Dankeschön. Soll ich eigentlich mehrere Speere haben? Ja. Das ist gut. Musste mal mehrere basteln. Ja! Hey, warum kann ich den nicht häuten? Hallo? Wirklich? Gib mir deine Haut! Weil ich den schon gehäutet hab. Nee, wir können doch sonst auch alles gleichzeitig.
Du lachst, aber das ist gerade für die Höhle eigentlich voll sinnvoll. Ja, ja. Haltet ihr mal die Gegner. Ich trag das jetzt. Das trinkt dann man jetzt doch. Oh, hier sind ganz viele Knochen. Na, weil es nimmt dann zuerst die Rüstung weg, bevor es dir Leben abzieht, glaube ich. Waren die ganzen Symbole letztes Mal auch schon? Ich kann mich gar nicht erinnern. Welche Symbole? Welche Symbole? Also über dem Knochen. Das ist ein Knochen. Ja, anteilig ja. Okay. So, wo lang wollen wir? Links oder rechts? Ich würde sagen, wir gehen hier lang. Okay. Hier zwischen sind, glaube ich, überall Fische. Okay. Ich glaube, ich habe gerade, ja, ich habe gerade zwei Fische tatsächlich aufgesammelt. Okay. Auch nicht schlecht. Oh, meine Batterie ist bald leer. Kann man übrigens roh essen? Ja, aber ich glaube, gekocht bringen sie mehr. Ja. Nee. Hört ihr das? Seid mal ruhig. Da hat doch was gesummt, oder bin ich doof? Ich habe nichts gehört. Das hat sich angehört wie so eine Kinderstimme. Ich glaube, okay. Ich spiele zu viele Horrorspiele. Okay, ja. Definitiv. Die Taschenlampe ist gleich leer, typisch Horrorspiel. Du hast die auch vorhin die ganze Zeit benutzt. Ja. Wo sind wir denn hier? Bau dir doch auch eine Fackel. Oh, hier ist wieder so ein. Das? Das ist wieder so ein komischer Typ. Ein großer. Okay, wie baut man eine Fackel? Mit einem Lappen und einem Stock. Okay. Aber du kannst halt, Nachteil ist halt, du kannst nur eine Fackel oder eine Waffe tragen. Okay. Ich habe einen Molotow-Cocktail. Hier ist doch nichts. Doch, da war gerade was. Lappen. Nein. Stock. Hier. Ah, da ist einer. Den packen wir mal auf die 7. Muss ich den voll geruckelt. Mit irgendwas kombinieren? Musst du mal aufs Zahnrad gucken, wenn du es reingelegt hast. Kann sein, dass du vielleicht zwei Lappen oder so brauchst. Ey, ich habe jetzt eine Fackel, aber Ach so, ja, du musst die ausrüsten und dann. Oh. Wartest du, da ist ein Gegner? Ich ja, weiß nicht. Ja, ich sehe es. Jetzt, wo er tot ist, weißt du? Ja. Der hat noch voll was ausgespuckt. Habt ihr das gesehen? Ja. Ja, du musst die Fackel ausrüsten und dann musst du dein Feuerzeug auch in der Hand haben und nicht deine Taschenlampe. Wie nehme ich denn mein Feuerzeug in die Hand? Du musst es einmal dann ausrüsten, weil wenn du die Taschenlampe einmal ausgerüstet hast, geht auf L immer die Taschenlampe. Dann okay. Musst du einmal dein Feuerzeug ausrüsten. Brauch aber auch eine. So. Na? Ach so, mit L. Ich habe keinen Stoff mehr. Doof. Willst du Stoff haben? Soll ich dir Stoff geben? Wenn du welches hast, dann wird's denn mit dir. Ganz kurz, ich muss nur eine neue Fackel bauen, weil... halten, okay. Ach, man kann nur eine Fackel haben. Wo bist du denn, Wolli? Da. Hier bin ich. Ich beschmeiße dich mit Stoff, okay. Glaube ich. Gleich. Was könnte ich denn zu mir nehmen, damit ich ein bisschen Energie wieder, Gesundheit wieder zurückkrieg? Entweder kannst du mit Pflanzen was machen, wenn du alle dafür hast. Da, ich habe dich mit Stoff beschmissen. Jo. Was kann ich denn noch dazu packen? Oder halt Tabletten. Jetzt sag mir nicht, du hast mir Tabletten gegeben und hast selber keine mehr. Doch, doch, ich hab noch welche. Jetzt muss ich mal gucken. Kombinieren. Gesundheitsmischung. Man braucht Schafgarbe und etwas, was ich nicht habe. Ja, genau wie ich. Ich habe auch nur die Schafgarbe. Na gut, dann nehme ich ein... Chicorée habe ich noch 4 Stück. Kann man mit Chicorée Gesundheit machen? So, das war wahrscheinlich jetzt nicht. Verschwendet, aber... Ich dachte, man könnte das... Der sieht so eklig aus mit seinem komischen Bauch da. Nee, kann man nicht. Schade, ich dachte. Aber irgendwas hatte ich auch mal, mit was ich sowas gemacht habe, aber egal. So, ich habe jetzt 3 Speere, sollte ja erstmal reichen, oder? Sehr gut, ja. Eventuell. Ist eine gute Idee, mehr Speere. Speere, Speere, Speere! Ja, wo habe ich denn meine Speere? Hauptsache, wir basteln hier erstmal 3 Jahre noch in der Höhle. Ja. Ja, macht man doch so. Wer kennt's nicht? Oh, da ist schon wieder so einer. Schön. Wie macht man denn nochmal ein Speer? Was fehlt mir denn dazu? Ach, das Messer. Stöcker, Messer. Jetzt mach keinen Scheiß, ich kombiniere gerade Sachen. Da kommt auf uns zu. Die wird schön hinter dich gehen. Da kommt auf uns zu. Ich sag's nur. Ja. Du schmeißt ihn jetzt mit Molotovs. Ach Mist, ich hab
Du musst die Taschenlampe ausrüsten. Ah! Oh. Hinter dir. Ah! Großer. Ach, das ist ja nur so einer. Die gehen doch schnell tot. Ja, und dahinter ist noch ein großer. Den großen will ich mit Molotovs beschmeißen. Den hab ich schon. An! Ich sollte das vielleicht auch anzünden, nicht trocken. Jo. Wie ist denn der große? Ach, ihr seid wieder beschäftigt? Ja. Na, meintest du, weißt du, die ganze Zeit habe ich jetzt keinen Schaden genommen, weil die Rüstung zuerst Schaden nimmt. Bis sie kaputt ist. Auch wenn du es eklig findest, es ist nützlich. Es ist so eklig. Tu es, bevor sie es tun. Hm. Das ist jetzt vielleicht eklig, aber nicht so schlimm wie Wolli, der immer die Sachen isst. Das stimmt. Das hat wenigstens einen Nutzen. Oh Mann. Ach so, ich habe übrigens auch eine Zeitbombe gebaut. Vielleicht sollten wir den einfach mal mit einer Zeitbombe kaputt machen. Oder Molotovs. Damit kannst du die Zeit totschlagen. Wolli. Habe ich denn irgendwo Molotovs? Da habe ich Molotovs. Die mache ich, kann ich die auf die... Oh, was für eine Taste mache ich die denn? Die 5? Ich weiß immer schon gar nicht mehr, was ich auf Tasten belegt habe. Ich auch nicht. Auf der 3 habe ich den Speer, auf der 5 habe ich den Molly. Okay, muss ich den vorher anzünden? Ja. Oh, okay. Auch mit L dann, deswegen musst du ein bisschen Zeit einplanen, bevor du den schmeißen kannst. Ja, hier ist doch gar keiner mehr. Gut. Seid ihr soweit? Ja. Wolli? Unterwegs. Ach so, ich wollte ja hier mir noch Rüstung anziehen. Siehst du, hab ich vergessen. Ja, ich habe auch schon meine Fleischrüstung an. Ich bin ein Fleischklumpen. Ja, weil das ist halt, es nimmt zuerst die Rüstung weg, bevor du Schaden nimmst. Ja. Ich finde das gut. Das ist wie eine doppelte Lebensleiste halt. Es ist ja auch wirklich gut. Aber du willst es einfach nicht. Ich könnte mir aber eine Blätterrüstung machen. Ich habe doch so viele Blätter, nee, oder nicht? Ich glaube, die hat aber keine... Oh. Die hilft dir nicht. Ach so. Oh. Ist gerade... Tot. Ist gerade so ein bisschen... Ah, wow, wow, wow. Geh weg. Wo kommt ihr denn alle her? Achtung, ich werfe einen Molly. Wow. Was war das denn? Ich brenne! Hilfe! Brenn uns nicht an! Oh, da ist ein Kopf. Wie hört es auf? Welche Taste? 4. Nein. 5. 3. 4. Hilfe! Aha. Boah, der haut aber auch rein, was der Schaden macht. Er ist voll krass. Ja. Er lebt noch! Was? Wie kann er leben? Eine gute Frage. Erst wenn er spuckt, dann ist er down. Ich habe hier von irgendjemandem den Speer. Ja, ist meiner. Warte mal, ich kann mir doch eine Knochenrüstung machen. Das funktioniert doch. Brauchst du aber Seil und Klebeband. Da brauchst du, finde ich, die meisten Materialien für. Echt? Hier, dein Speer ist hier hinten wieder, Wolli. Wo? Was? Wie? Hier. Da in dieser Wand. Da. Wo habe ich denn jetzt da liegen? Hier. Seil? Habe ich Seil? Ja. Und. Hier sind ganz viele Knochen, übrigens. Ich kann keine mehr einsammeln. Aber hey, ich könnte mir ja dann auch noch eine Knochenrüstung machen, wenn die eh noch so viele Knochen liegen. Ja, eben darum, ja. Einfach vollklatschen mit Knochen. Das Seil ist halt echt kostbar. Also ein bisschen verschwende ich gerade das Seil und den Kleber. Ich will mir einfach kein Fleisch anheften. Oh, und ich muss was essen. Oh, hier ist ein Radio. Okay. Daher kommt also die Musik. Ich habe mich schon gewundert. Roher Fisch. Naja, gut. Sehr gut. Und dann weitere Knochen einsammeln.
Hier ist noch ein Typ, der Zeugs. Oh, cool. Aber ich stelle gerade fest, dass die Knochenrüstung mehr bringt. Ach, die, nee, Quatsch, weniger bringt als die Fleischrüstung. Ja. Auch das noch. Ja. Kostet mehr, bringt weniger. Kostet mehr, bringt weniger, aber man hat sie häufiger zur Verfügung. Das stimmt, ja. So, folgt ihr mir auffällig, unauffällig? Ja. Warte, ich muss noch was essen. Meine Güte, ist das eine Riesenhöhle. Krass. Ja. Geht's da auf der anderen Seite nicht weiter? Nee, von da kamen wir. Hey, Gegner! Oh. Oh. Nirgendwo mehr. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hier war doch nie einer. Na toll. Was leuchtet denn da oben? Das Radio. Ach so. Wie das halt in dem Modder steckt. Ein Laptop. Okay, ja. Und ein Schuh. Tja. Das ist nie ein gutes Zeichen. Ich wollte schon immer neue Schuhe haben. Was auch so in so einer Höhle möchte ich auch nicht so mich verlaufen. Kennt einer von euch den Horrorfilm The Descent? Kann sein, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall so eine Gruppe, die auch so Höhlen, ist schon älter, ja. Wo die so praktisch auch so Höhlenerkundung machen und dann kommen die da halt nicht mehr raus. Und alle werden von solchen, auch so wie hier Höhlenbewohner, nachher so nach und nach umgebracht. Okay. Oh, da krabbelt was. Nachkommen. Oh, Babys? Ja. Es sind Babys. Oh mein Gott, es sind Babys. Geht zurück, rüstet Molotovs aus. Fünf. Es sind Babys, da kommt schon einer. Und eins müsst ihr erledigen per Hand. Ich hab den Molly ausgerüstet. Okay, sie sind eh nicht mehr auf einen Haufen. Es bringt nichts mehr. Naja, ein paar verbrennt schon. Weil die Babys können einen doch so ins Gesicht springen. Was? Ja. Mhm. Aha. Das ist ach, so grausam. Hätten wir es doch auch friedlich gespielt. Ach, das wäre doch langweilig. Dann hätten sie... Habt ihr es gehört? Was denn? Row hat's gemacht. Aha. Seid ihr denn? Hier? Na, hinter dir. Oh. Wir stehen alle neben dir. Es war wundervoll, als wären wir sonst ja. Wo seid ihr denn? Macht die Augen auf. Oh, da seid ihr. Diese Höhle. Oh, ich sehe Licht. Okay. Oh, nicht. Wie cool. Oh. Oh. Da hat sich irgendwas Großes bewegt. Oh. Alter, hier ist doch so ein kleiner Durchgang. Da hat sich gerade was übel Großes bewegt. Ich habe eine Lederjacke gefunden. Da, schon wieder, guckt, habt ihr, seht, guckt mal, seht ihr das? Betäubungsgewehr collected. Oh. Ich hab's gesehen. Dem Typ hängt ein Betäubungsgewehr. Krass. Cool. Ist das ein fettes Ding? Munition? Batterien, oder? Nachladen, R drücken. Ist das eine Taser-Pistole? Ja. Das kann man auch nur einmal abschießen, dann muss man es nachladen. Was braucht es zum Nachladen? Betäubungsgewehr-Munition, würde ich sagen. Ich habe davon 7. Hey, das ist dann nachher wieder was Cooles, was wir auch Virginia geben können, ja. Weil die braucht ja keine Munition. Ich habe gefühlt keine Munition. Ey, hier ist ein großes Vieh, Leute. So ein ganz großes Vieh. Ich sehe das ja. Schon. Solange es nicht durch die Wand bricht. Noch nicht. Ach, wir kommen auch gar nicht zu dem Vieh durch. Oh, ach, schön. Hier geht's nicht weiter. Schön. Das heißt, wir sind wegen der Betäubungsdingens hier jetzt hergelaufen, okay. Und ich habe eine Lederjacke gefunden. Was? Wo? Oh. Die hang hier. Oh. Hing am Hang hoch. Ja, irgendwo müssen wir gucken. Ich will auch Klamotten. Ah. Kleiderhaken. Ich hab einen Kapuze. Lederjacke. Cool. Ich glaube, die kann man auch Virginia geben. Ich habe nur einen Kapuzenpulli. Echt? Ja. Wieso habe ich denn eine Mutantenrüstung hier? Egal, lege ich an. So, Was, so ein Fleischteil oder was? Keine Ahnung, das war eine Mutantenrüstung, was ich direkt anlegen konnte.
Ja, so ein Fleischteil. Ja, naja, gut. Wenn du es nicht selbst abhäuten musst, dann geht's, ja. Richtig. Ja, dann muss ich ja nicht sehen. Ja, ich glaube auch das denn hier soll uns nur etwas zeigen, so nach dem Motto, was noch kommen könnte, ja, aber Feier, wir kommen ja hier nicht weiter, das war's. Ja, na unten war ja eine Kreuzung, wir sind ja rechts hochgegangen, jetzt könnten wir links lang gehen. Nee, ich glaube die Kreuzung hat nur da rumgeführt. Meinst du? Oder? Keine Ahnung. Ne, zeig mal, wo die Kreuzung war. Es dauert jetzt erstmal noch einen Moment, bis wir da unten sind. Du meinst da oben? Ey, ja, wir gehen wieder hoch. Lolololololo. Gespenstisch. So, aber wir sind den Weg ja schon gegangen. Deshalb ist es nur halb so schlimm. Ich muss sagen, dieses komische lila Feuerzeug macht in der Höhle mehr Lichter, als man denken mag. Ja. Zumindest definitiv. In einem kleinen Umkreis. Ja. Wo ist das gute alte Big-Feuerzeug? Aber da würde ja die Flamme relativ schnell ausgehen. Na, aber beim ersten Teil nicht. Da ging das Feuerzeug für immer. Oh, okay. So, war das hier? Nee, hier war es noch nicht. Aber hier kommt man auch lang, ne? Ja, und das ist tatsächlich ein anderer Weg. Echt? Ja. Okay, oder war das doch die Stelle? Oh. Nee, das war nicht die Stelle. Ach, hier gibt's noch Magnesiumfackeln. So. Langweilig. Oh. Ja, ne den. Magnesiumfackeln und eine Sackgasse. Oh. Aber das ist doch die einzigste Kreuzung, also die ich zumindest gesehen habe. Aber da gibt's noch mal eine. Okay, na denn. Cool. Lolololo. Lalilulilu. Ich kann keine Knochen mehr tragen. Dann versaut doch nicht alle diese gruselige Stimmung. Gruselige Stimmung. Hier? Nee. Gruselig würde es erst werden, wenn auf einmal eine kleine Stimme hinter dir sagt, Papa, bist du's? Oh Mann. Oh, ich muss was trinken. Ich habe aber nichts mehr in meiner Feldflasche. Das heißt, ich werde mal einen von den Energy Drinks bringen, die auch. Ja, die bringen auch was. Die Energy Drinks, die bringen dir Wachheit und Wasser. Wolli, wartest du? Was ist, wenn man das so jetzt gefressen wird? Dann können wir ihm nicht helfen. Von was denn? Nee, in der leeren Energy Dose? Was ist, du wirst gefressen. Hinter dir! Sehr gut, das hat funktioniert. Lalalala. Ah, auf ihn! Stich! Ich finde die Fledermäuse cool. Ich auch. Oh. Aber hier ist doch nirgendwo mehr eine Kreuzung. Doch. Oder? Sicher? Habe ich nicht so getäuscht. Nee, wir sind doch gleich wieder am Ende. Echt? Ich glaube, das ist doch die eine Kreuzung, wo du. Hier geht's. Guckt mal, ob ihr hier auch Fische findet. Ich habe hier ein paar Fische aufgesammelt. Ja, genau. Hier runter. Ah. Hoppala. Okay. Fische? Wo hast du Fische aufgesammelt? Na hier, wo hier die ganzen Knochen liegen. Da liegen überall Fische dazwischen. Tatsächlich, sehr gut. Ja, einer lag da noch. Weil wenn nicht, kann man auch mal ein kleines Feuer machen, dann können wir die Fische braten. Ach nee, die kann man ja auch so essen. Kann man auch so essen. Ja. Ich hätte aber auch noch ein paar gekochte Beine und Arme. Nein. Oh, lieber rohen Fisch. Ich ziehe mir gerne die Menschenhaut über, aber bei anderen Sachen hört es noch. Liberalismus! So. Teilt sich hier? Nicht wirklich. Naja, gut. Okay. Oh oh. Was denn? Hier liegen Westen. Ja. Und Schwimmdingsen. Mhm, Schwimmreifen. Ist das hier nicht auch der Ort, wo wir beim ersten Durchgehen gestorben sind? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Eine gute Frage. Hier geht's nicht weiter. Hier rechts. Links ist auf jeden Fall nichts. Eine fette Höhle. Fetten Stein.
Lass uns doch hier irgendwas. Ja, da geht's weiter, okay. Ah, okay. Kann man sich wirklich verlaufen? Naja, fast. Dass es einen zweiten Ausgang gibt? Kann sein. Also zumindest im ersten Teil war das manchmal so. Da gab es sogar mehrere Ausgänge und Eingänge. Mhm. Okay. Interessant. Da liegen Beine. Hier sind Seile und Steine. Oh. Beine, Seile, Steine. Steine, Steine, Steine. Steine, ganz alleine. Wo sind die Seile? Ach da, Seile. Hier sind Arme. Hier, das ist Wollys Ding. Oh cool, Arme und Beine. Ja, ich nehme die jetzt auch mal mit, auch wenn ich eigentlich damit für keine Verwendung habe, aber egal. Ja, keine Arme und Beine mit. Alter, wie viele Arme liegen denn hier? Das finde ich schon eher jetzt ein bisschen unangenehm. Na, falls du mal eine helfende Hand brauchst. Oh. Ja, nicht. Oh, eine Luftmatratze! Oh, hier ist noch Energy und so ein Zeug. Oh, cool. Hier ist die Taucherrüstung. Ich krieg ein zu viel. Hier ist sie. Ich hab sie gesehen. Ich hab sie gesehen. Was? Ich hab sie gesehen. Wo ist der Energy? Hier ist oben. Energy. Hier oben. Oh, hier ist noch Draht. Hä, hey, was? Ich hab das alles übersehen. Oh, ich komme hier gar nicht mehr hoch. Ich ertrinke. Was? Nein, war ein Spaß. Ich bin schon tot. Ich bin schon ertrunken. Genau. Ich bin ein Geist. Auf ihn, stich, stich, stich. Wirklich eine Rüstung? Ja, da ist Wasserdingensbummens, Wasserrüstung hier. Das sieht doch so aus, bestimmt wie eine Taucherrüstung. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Wir müssen hier nur hochkommen. An der Seite. Hochkommen. Ah. Was kann man da? Eine Uhr. Und das ist ein Energy Drink. Hier liegt auch noch überall Kreppel, Wodka, Flaschen, Tücher. Auf Essen. Ey, wie cool. Und wir haben ja Tauchertanks. Ich werde hier gleich in die Tiefe tauchen. Meinst du? Das ist so ein... Klar. Idee. Aber wir sollten dann Magnesiumfackeln erst runterwerfen. Ja, das wäre eine gute Idee. Ach, ich glaube, unser Licht geht bestimmt auch, oder? Hm. Ja, das hat ein eigenes Licht. Oh, wie geil. Was? Echt? Hast du die irgendwie angezogen? Die zieht ja automatisch an. Du kannst einfach runtertauchen. Das funktioniert jetzt automatisch. Solange du Sauerstoff hast, geht das. Tatsächlich. Aber man kann überhaupt nicht kämpfen, ne? Ich glaube, das wird im Wasser auch nicht nötig sein. Okay. Habt ihr hier noch einen Durchgang entdeckt oder so? Ich habe einen entdeckt. Ich bin hinter dir. Ich folge langsam. Oh, aber der Sauerstoff hält nicht sehr lange. Nee. Es geht relativ schnell runter. Sind alle da? Hinter dir. Oh, wie aufregend. Klebt mein Disco im Hintern. Das ist gut. Das ist cool. Ja. Und jetzt werden wir definitiv zu dem einen lila Punkt kommen, der im Meer ist. Ah. Außer ich habe mich beim Vorbeischauen da auch geirrt, so wie beim ersten lila Punkt. Boah, hier ruckelt's. Ach du Kacke. Boah, es wird hell. Es ruckelt. Wir sind draußen. Was? Ah, wie geil. Ah, wie geil. Cool. Krass. Weißt, wir haben den ganzen Weg uns gespart. Lass mich nochmal durch die Höhle zurück. Cool. Aber wo sind wir? Wir müssen jetzt nur wieder zurück zum Höhleneingang. Da ist doch unsere Plane. Stimmt. Kann ich das Feuerzeug wegstecken? Ach, mit L, aber ich glaube, das funktioniert. Ja, mit L. Funktioniert gerade noch nicht. Oh. Doch, ich hab's auch geschafft. Okay. Und hier sind jetzt schon wieder überall diese Binden. Binden? Ich nenne die Binden, weil das so aussieht. Diese grünen Punkte mit diesem weißen Strich drin. Ach so, das meinst du? Hm. Und ich glaube, das ist Virginia, aber haben wir der alle einen Peilsender gegeben? Haben wir vielleicht deswegen drei davon? Ich hab ihr keinen gegeben, soviel ich weiß.
Ich habe ja einen angeheftet. Nein! Was? Ich habe ja auch mal einen angeheftet. Kann man denn die Tauchrüstung ablegen? Die hast du automatisch an. Nee, die kannst du ablegen. Echt? Ja. Wie denn? Indem du um dein Inventar gehst und auf Ablegen klickst. Wartet doch mal, rennt doch nicht immer vor! Entschuldigung. Oh, hier ist eine Plane. Achso, das ist unsere. Ja. Oh, hier liegt ein Typ. Also oh. Ich habe auf Ablegen gedrückt, aber habe ich sie jetzt auch abgelegt? Ja, du hast es nicht mehr an. Okay. So, ich würde sagen, speichern und dann Folge beenden. Richtig, das klingt sehr gut. Ich habe Freunde gefunden. Warum? Nein, behalte die. Niemand will diese Freunde. Darf ich jetzt ein Spiel mitbringen? Nein. Deine sieht richtig komisch aus. Die sehen alle komisch aus, Rudi. Au. Oh, klingt nicht gut. Was au? Ich glaube, die kommen doch nicht zum Spielen. Naja, vielleicht. Ja, besser ist auch. Vielleicht einer. Wolli, lass es jetzt. Aber der andere, der. Ja, die anderen, die hängen hier irgendwie rum. Oh, Wolli, du bist manchmal schlimmer als ein Sackflöhe. Ich hatte noch nie einen Sackflöhe. Ich weiß nicht, wie schlimm die sind. Frag Domi, der kennt sich damit aus. Mit Flöhen? Oder mit Säcken? Ja. Mit allem. Er hat beides schon gehabt und das eine hat er dauerhaft. Flöhe. So, na gut, Leute. Mit diesem ach so sehr geistreichen Gespräch beende ich dann mal die Folge. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Im Abspann habe ich mal das zu verlinken. Schaut auch bei ihm gerne vorbei. Und ja, nächste Folge schauen wir mal. Vielleicht dann zurück zur Basis, damit Madisto da das umbauen kann, was er noch alles so bauen wollte. Oh. Und ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.